Ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Let's Play Mittelerde Mordor Schatten. Game of the Year Edition. Drücke, um fortzufahren. Ja, Gamma lassen wir mal so. Wir spielen den Story-Modus. Und mal schauen, in welche Welt wir uns da einlassen. Ja, mittlerweile gibt es einen zweiten Teil. Wenn der erste gut ist, werde ich den zweiten auch Let's Playen natürlich. Wo die Schatten drohen. Hier geschah es an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2.500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Na gut. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Hart genug. Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Hale. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Ich schwätz dich auf! Okay. Ausholen und tief zustoßen.
Okay. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich habe da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Wie soll das sonst gehen? Stimmt, es ja, toter Tag. Köstlich. Hier wird nicht gefaulenzt. Wir müssen zurück in die Schlacht. Gut, das war's. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Die schwarze Hand will ihn lebendig. Nimm sie mit. Oh mein Gott. Zurück zu mir, Elbenherr.
Okay. Was ist das für ein Ort? Sieh dich ruhig um. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Männer und aus. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Mittelerde, Mordorschatten. Ja, jetzt wissen wir, um was es geht. Das kommt mir bekannt vor. Talion tötete einen Adligen, Irrit. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aussagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Okay, während des Ladens gibt es noch Informationen. Anarchos übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Ja. Aber du sollst für deine Taten leiden. Das waren sie. Alle vier? Was weißt du über die schwarze Hand Saurons? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Was noch? Ich hatte einen Sklaven. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Für ein Fass voll Grog. An Gimub, den Sklaventreiber. Thank you.
Gut, das ist das neue Ziel. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Okay. Gehorche. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. So, Fähigkeitspunkte erlernt. So. Okay, die Frage ist, was machen wir jetzt? Gut. Okay. Wenn ich so ein Wurm wie Ratfat wäre, würden sie mich im Normenmeer ertränken. Wenn du so ein Wurm wie Ratfat wärst, würden sie ihre Zeit. Uro, bist du bereit für den Tod? Du erzitterst vor Angst, wie alle feigen Menschlinge. Und das ist der erste große Kampf. Bis jetzt schlagen wir uns ja ganz gut, glaube ich. Oh. Das sind aber ganz schön viele bisher. Lackiert ihn!
Schmerzen, Made? Oh mein Gott, wie viel noch? Problem. Ich kann sie dir nehmen. Wie kann ich mich heilen? Bringe ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Der Tag hat wohl Angst bekommen. Bewegung! Ich bin nicht leicht zu töten. Blutet ihn aus. Oh. Alle gemeinsam! Aber die Frage ist, wie tue ich mich heilen? Kann ich mich heilen? Kann ich mich nicht heilen? Dass diese Kreatur hier wieder rumgeschnüffelt hat. Sie ist leider schon wieder entkommen. Yes! Aber na gut, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, noch einmal. Mach's gut. Ciao.